denn Berliner? Wer ist denn vom Frühstücksfusson direkt auf die Idee? Oh. Viele angereist von weit gekommen. Herzlich willkommen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben uns hier versammelt, weil Handelspolitik nichts ist, was eine geheime Sache ist. Handelspolitik verändert unser Leben, aber auch das Leben der Menschen weltweit. Deshalb müssen wir hier öffentlich darüber reden und darüber streiten. Und ich danke Ihnen allen, dass Sie sich auf den Weg hier nach Berlin gemacht haben. Im September hat die Generalversammlung der UN beschlossen, 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Bis 2030 soll es keine Armut mehr geben. Das ist das erste Ziel und das zehnte heißt, Ungleichheit beenden zwischen und innerhalb der Staaten. Wenn Sie sich TTIP angucken, dann weist das genau in die gegenteilige Richtung. Wir demonstrieren heute gegen TTIP, weil es die Armen ärmer machen wird. Wir demonstrieren gegen ein Freihandelsabkommen, das die Ungleichheit zwischen den Ländern des Südens und den reichen Staaten der EU und der USA noch größer machen wird. Wir brauchen eine Handelspolitik, die Armut überwindet und den Menschen dient. Ich spreche hier als Vertreter der Entwicklungsorganisation, insbesondere vom Brot für die Welt, dem Entwicklungswerk der evangelischen Kirche. Wir wollen den Blick weglenken von uns hier und von den Ländern im reichen Norden hin auf die Bevölkerungsmehrheiten in den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Sie sind wie wir durch TTIP betroffen, weil es eben nicht nur um kleine Zollbestimmungen geht, sondern das Leben im Ganzen verändern wird. Aber die Länder des Südens haben keine Möglichkeit mitzureden. Sie sitzen nicht mit am Tisch. Die Europäische Union hat sich verpflichtet, bei allen ihren Entscheidungen nicht nur an sich selbst und an ihre Bürgerinnen und Bürger, ihre Nation zu denken, sondern auch zu fragen, dient das, was wir dazu, dem Ziel nachhaltiger Entwicklung? Das steht so in den Verträgen der EU. Das heißt, dient das, was wir tun, dazu, die Kluft zwischen reichen und armen Staaten zu überwinden und eine faire, eine gerechte Handel zu ermöglichen? Im Blick auf die EU, auf TTIP, tut die EU das bisher überhaupt nicht. Dabei sehen schon erste kleine Untersuchungen, dass zum Beispiel das Realeinkommen in Bangladesch nach TTIP um 2% fallen wird. Was das für Menschen bedeutet, die jetzt schon in extremer Armut leben, das wissen Organisationen wie Brot für die Welt und vor allem die Partnerorganisationen in diesen Ländern sehr genau. Wir fordern eine faire, eine gerechte und nachhaltige Handelspolitik. Und genau die leistet TTIP nicht. Wir fordern die EU auf zu prüfen, welche Auswirkungen hat dieses Abkommen auf Armut und Hunger, auf Bildung und auf eine integrierte, nachhaltige Entwicklung in den Ländern des Südens und besonders für die Ärmsten der Armen. Wir fordern auch eine effektive Menschenrechtsklausel. Wenn TTIP die Menschenrechtssituation verschlechtert, muss es aufhören. Und das ist der Fall. TTIP dem alten Denken verhaftet. Das geht davon
reicher werden, dann tröpfelt schon etwas Reichtum auch für die Armen herunter. Aber genau das ist es nicht, worauf wir setzen können. Wir versuchen, die Reichen ihre Machtstellung auszubauen und übersehen die Folgen für die Menschen in der dritten Welt, für wachsende Ungerechtigkeit, Umweltzerstörung. Wir müssen uns klar machen, dass fehlende Entwicklungsperspektiven ja nicht nur heute die Lebensgrundlagen zerstören, sondern die Menschen auch in die Zukunft sehen, dass es für sie schwieriger wird und sie deshalb in die Flucht getrieben werden. Wir brauchen nicht mehr Freihandel, sondern mehr Gerechtigkeit und mehr Freizügigkeit. Deshalb treten Brot für die Welt und die entwicklungspolitischen Organisationen dafür ein, die Rechte der Armen ernst zu nehmen und für eine nachhaltige und gerechte Entwicklung sich zu engagieren. Wir leben in einer Welt, die nicht uns gehört. Sie ist uns gemeinsam anvertraut, für uns und unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Und dafür müssen wir sie bewahren, dass wir eine Vielfalt des Lebens ermöglichen auf dieser Erde. Wir können und sollen diese Erde so gestalten, dass für alle genug da ist. Genug ist genug. Handelspolitik ist nur zukunftsfähig. Handelspolitik ist nur zukunftsfähig, wenn Gerechtigkeit und Menschenwürde für alle ihre Grundlagen bilden. Wenn sie den Schwachen eine neuere, bessere Lebensperspektive eröffnet und wenn sie dazu beiträgt, die Schöpfung Gottes für alle Menschen zu bewahren. Ich danke Ihnen.